Gut, Walter Gander, es ist meine große Freude, dich heute interviewen zu dürfen. Der Grund ist dieses Jubiläum des Studiengangs Informatik. Ist dir ganz wichtig, dass das der Studiengang ist und nicht der Geburtstag des Departements? Wir kommen darauf zurück. Wir kennen uns seit genau 20 Jahren. Habe ich begonnen hier an der ETH in deinem Institut Computational Science. Und wir sind hier im Dozentenfoyer, hoch über den Dächern von Zürich. Was löst dieser Ort hier aus bei dir? Gibt es eine spezielle Erinnerung an diesen Ort hier? Ja, also das Dozentenfoyer ist natürlich der Ort, wo man sich treffen mit den Kollegen, mit einigen Kollegen. Nicht alle haben das Dozentenfoyer gern gehabt, aber die Kollegen, mit denen man sprechen möchte oder zufällig auch trifft, ist das ein schöner Ort. Es ist schade, dass wir halt jetzt nicht mehr da hinaufkommen können zum Mittagessen. Das wird hoffentlich bald wieder der Fall sein können. Wir möchten in diesem Interview, in dem ersten Teil, möchten wir deine Anfänge hier an der ETH und deine Karriere etwas anschauen und dann einige interessante Weggabelungen deiner Karriere etwas beleuchten. Die sind natürlich alle mit dem Departement Informatik stark verknüpft. Gehen wir zurück. 1968 hast du an der ETH dein Mathematikstudium abgeschlossen und bist dann einer der ersten Assistenten geworden in dieser Fachgruppe Computerwissenschaften. Wie ist es dazu gekommen? Es ist so, dass der Professor Ruttishauser, der sich dann vom Institut für angewandte Mathematik abgespalten hat und diese neue Fachgruppe 1968 gegründet hat, er hat dann seine alten Assistenten, dem Professor Stiefel im Institut für angewandte Mathematik, weiterbelassen. Und weil er eine neue Fachgruppe gegründet hat, musste er natürlich neue Assistenten haben. Dann im Frühling hatte ich mein Diplom abgeschlossen und dann habe ich Professor Leuchli gefragt, der übrigens auch einer der ersten war in dieser Fachgruppe, ob er mir eine Assistenz hätte. Und dann hat er gesagt, nein, er hat keine Stellen, aber gehen Sie zu Professor Ruttishauser, der hat diese neue Fachgruppe und der hat Stellen. Dann bin ich zu Ruttishauser gegangen und der hat mich sofort die nächste Woche angestellt. Spannend. Und was hast du gemacht in dieser Assistenzzeit? Was waren deine Themen? Die erste Aufgabe im 68 war, zusammen mit den alten Assistenten ein Algol-Symposium zu organisieren, hier an der ETH im Sommer. Das war natürlich alles noch mit Papier und Briefen, da war kein E-Mail dort. Und wir erinnern uns gut, das war 10 Jahre Algol. Wurde dort gefeiert, weil 1958 hat das erste Algol-Papier ist damals erschienen. 10 Jahre Algol. Und dann sind alle berühmten Leute, die an dem Projekt mitgearbeitet sind, nach Zürich gekommen. Unter anderem auch Niklaus Wirth. Und ich muss sagen, wenn Professor Ruttishauser Englisch gesprochen hat, dann hat das etwa getönt wie Thurgauer Dialekt. Aber an diesem Symposium kamen natürlich Leute von Dänemark, von überall her. Und einer, der uns aufgefallen ist, als wir Assistenten, war eben Professor Wirth. Der sprach tadelloses Englisch, weil er natürlich in Amerika studiert hatte und doktoriert hatte. Und auch Assistenzprofessor war an der Stanford University. Das war also die Hauptaufgabe bis zum Herbst. Und nachher musste man Programme entwickeln. Das Ziel von diesem Algol war, dass man maschinenunabhängige Programme herstellen konnte. Und maschinenunabhängig hieß, dass man Programme austauschen konnte mit anderen Universitäten und Forschungslaboratorien. Und weil die Maschinen, die Computer waren alle verschieden. Die einen hatten eine andere Arithmetik wie die anderen. Und da musste, und auch die Codierung der Buchstaben und Zahlen war anders. Und da müssten wir viele Konversionsprogramme schreiben, wir Assistenten, damit man dann ein Band oder ein Lochband an die entsprechende Institution schicken konnte. Das ja, da hat also sich einiges verändert in der Zwischenzeit. Also ich ja, denke, natürlich, ja, klar. Ja. Ein Assistent hat heute ganz andere Aufgaben. Ja. Du hast 1973 dann promoviert und bist dann ans Neutechnikum gegangen in Buchs im
St. Galler Rheintal. Ja. Obwohl ja. Du hast mir erzählt, du hättest ein Jobangebot gehabt bei der Schweizer Rückversicherungsgesellschaft, der heutigen Swiss Re. Ja, das war vorher. Das war bevor ich die Assistenz angetreten habe, hätte ich auch an die Schweizer Rückversicherung gehen können. Und nachher habe ich mich entschieden für die akademische Laufbahn. Und die hast du begonnen im St. Galler Rheintal, ist ja auch ein bisschen speziell, ist jetzt nicht gerade die erste Adresse, die man vielleicht war so, ich war nach meinem Doktorat, war ich hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Ich war auch schon in der Bundespensionskasse, also ich hätte eine feste Stelle gehabt hier an der ETH. Und dann bin ich eben, ein Studienkollege von mir, Herr Sperb, der war bereits im Rheintal als Dozent für Mathematik in diesem Neutechnikum-Buch. Neutechnik nicht, weil das Technikum neu war. Es war auch neu, es war 70 gegründet. Aber das Technikum hat sich mit sogenannter neuen Technik befasst. Sie wollten nicht ein altes Technikum sein mit Maschinenbau und den klassischen Disziplinen. Und dann bin ich einmal von den Skiferien vom Bündnerland, habe ich diesen Sperb da besucht im St. Galler Rheintal. Ich war noch nie dort früher. Und ich war sehr begeistert, wie sie das Vordiplom abgenommen haben dort. Sie haben jedem Studenten eine individuelle Aufgabe gegeben. Die Aufgabe war zu lösen, indem man zuerst einmal eine Analyse macht, ein mathematisches Modell, dann ein Programm schreibt und schließlich Resultate produziert und dann noch einen Bericht schreibt. Und das alles in einer Woche. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil hier an der ETH konnte man das Programmieren eigentlich nur trocken üben, indem man ein Papier hatte und das Programm darauf aufschreiben musste und abgeben. Also sehr innovativer Unterricht scheint das gewesen zu sein. Ja, das war wirklich sehr neu. Und ich habe dann mit dem Direktor gesprochen und dann später mit dem Technikumsrat. Und sie haben mich dann angestellt. Deswegen bin ich und dann war natürlich noch ein Nebeneffekt. Ich hatte den doppelten Lohn als hier an der ETH. Das war natürlich auch gut. Ja. 14 Jahre bist du dort geblieben, bist aber dazwischen immer mal wieder nach Stanford gegangen, vom St. Galler Rheintal nach Stanford an die University. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du das eingefädelt? Ja, es war eben so, das Technikum hat einem gewisse Freiheiten auch gegeben, um Forschung zu machen. Sie haben einem ermuntert, auch Forschung zu machen. Ich habe dann mit einem Studenten, der für das sogenannte vierte Jahr von Muttenz zum Neutechnikum kam, mit dem, der hatte ein Problem, das sie nicht gelöst haben in Muttenz, in dem Vermessungsingenieur-Lehrgang. Und ich konnte ihm dann helfen. Und dann habe ich das vorgetragen hier an der ETH im Seminar für angewandte Mathematik. Und der Professor Henrizi, der dieses Seminar leitete damals, der hat mir dann gesagt, Walter, du solltest da weitermachen. Der Fachmann auf diesem Gebiet ist Professor Golub in Stanford. Und du könntest doch ein Nationalfondsprojekt einreichen, sodass du diesen Aufenthalt finanziert hättest. Und das klappte dann auch. Ich habe ein Gesuch geschrieben, meinen Forschungsplan. Und dann bekam ich also Geld und konnte das NTB für ein Jahr beurlauben. Ich war beurlaubt für ein Jahr, hatte auch keinen Lohn für das Jahr, aber diese 30.000 Franken mussten einfach reichen. Für die Familie hat es natürlich nicht gemacht. Wir haben Schulden gemacht, aber es hat sich alles gelohnt. Ich habe dann in dieser Zeit meine Habilitationsschrift schreiben können in Stanford. Das glaube ich, dass sich das gelohnt hat. Wie war so das Leben und die Universität in Stanford in den 70er Jahren? Hat sich das gross unterschieden zur ETH hier in der Schweiz? Es war, sagen wir, viel dynamischer. Also das Institut damals für numerische Mathematik oder wie das dann hieß, es war in der Informatik das auch. Und wenn man ein Jahr dort war, dann hat man quasi alle numerischen Mathematiker der Welt kennengelernt. Die sind immer gepilgert durch Stanford.
Also ich habe ganz viele berühmte Namen dann kennengelernt. Es gab auch eine Konferenz, eine sehr bedeutende, das Householder Meeting. Damals hieß es noch Gatlinburg Meeting. Das ist die höchste Konferenz in der numerischen linearen Algebra. Wir haben dann später ein Householder Meeting da im Engadin in Pontresina organisiert, Martin Gutknecht und ich. Das war auch sehr, sehr erfolgreich. Also es war ein Zentrum, das Stanford, ganz anders als hier an der ETH, wo man vielleicht ein paar Bekannte hatte, aber nicht die ganze Kraut vom gleichen Gebiet durchlief, oder? Wie hat es in der Lehre ausgesehen in Stanford in dieser Zeit? Ich habe einfach Vorlesungen besucht, damals noch, von zwei sehr bekannten Professoren, Jim Wilkinson von England und Dahlquist von Schweden. Die waren Gastprofessoren dort. Und dann habe ich Vorlesungen besucht bei ihnen und viel gelernt durch das. Das hat mich also wirklich sehr weit heraufgebracht. Sehr schön. Du bist dann 1987 zurück an die ETH gekommen und Assistenzprofessor geworden hier in der dann gegründeten Abteilung Informatik. Habe ich das korrekt gesagt? Abteilung Informatik? Ja, es war so. Also ich war PD 7 Jahre lang, oder? Habe da gelesen, zum Teil auf dem Hönkerberg. Und am Anfang als PD kann man einfach eine beliebige Vorlesung vorschlagen, über die man aus seinem eigenen Fachgebiet lesen möchte. Dann hat man ein paar Hörer, oder? Und man wird also minimal bezahlt, es gibt fast kein Geld. Dann haben die Leute da an der ETH gesehen, dass ich eigentlich ein guter Lehrer sein könnte und haben mir einen Lehrauftrag gegeben für die Abteilung 8 damals, Informatik zu unterrichten. Und das war noch spannend, weil wir hatten diese Apple II-Computer. Die hatten Pascal als Grundlage. UCSD Pascal, nicht Turbo Pascal, das war ein frühes Pascal. Und diese Kasten, diese Apple II Kasten, die waren dann so in einem Zimmer. Und ich bin dann vom Rheintal hergekommen, habe die Vorlesung gehalten und am Nachmittag waren noch 2 Stunden Übungen. Und dann habe ich die Übungsblätter da verteilt und die Studenten haben das angeschaut und sind weggelaufen. Und dann habe ich ihnen gesagt, also das geht nicht. Ich komme nicht vom Rheintal her, damit ihr bei den Übungen weglauft, oder? Und dann, die Studenten hatten dort schon vorher Informatik gehabt, also Programmieren gelernt. Sie hatten das gelernt. Aber ich musste feststellen, dass keiner den Apple II richtig bedienen konnte. Also habe ich gesagt, sie bleiben alle da, oder? Es waren etwa 70 Studenten. Und ich laufe von jedem zum anderen und erkläre. Und das hat dann großen Erfolg gehabt. Ich habe ihm gesagt, man muss das machen, das und das und so. Das war also ein Erfolg. Gut. Dann kam das Beste. Dann für diesen Lehrauftrag habe ich 7.000 Franken bekommen. Und dann kam der Regierungsrat von St. Gallen und gesagt, ja, Sie verdienen da daneben noch Geld. Das müssen Sie uns geben. Dann habe ich das abgegeben, dem Technikum. Und dann habe ich der ETH geschrieben, um Gottes Willen geben Sie mir keinen Lehrauftrag mehr. Ich will das geben, nicht da mehr als meine Kollegen arbeiten gehen. Ich habe ja alles andere auch gemacht, was ich sonst musste für das Technikum. Ich setze mich mehr ein und muss das Geld nachher dem Technikum abgeben. Mache ich nicht. Dann habe ich mit meiner PD-Vorlesung, die war eben sehr wenig, vielleicht gerade die Reisekosten bezahlt, die habe ich dann weitergeführt. Und dann im 86 gab es eine Stelle da ausgeschrieben an der ETH und ich habe mich beworben und habe sie dann bekommen. In der damaligen Zeit ist wahrscheinlich auch viel Aufbauarbeit geleistet worden in diesem jungen Ja, es ist noch so, ich muss vielleicht noch einflechten, 1984 war ich ein zweites Mal für ein halbes Jahr in Stanford. Ich habe in diesem 1984 habe ich ein Buch geschrieben. Ich hatte von der Vorlesung im Rheintal hatte ich viel Material und dann habe ich gedacht, ich muss das in einem Buch zusammenfassen einmal.
dann bin ich so mit einem Koffer mit Manuskripten da nach Stanford geflogen und habe das und dann dort hat eben Knut hatte schon das Tech erfunden vorher und dann kam ich dort an. Ich wollte mit Tech dieses Buch schreiben. Weil das Textverarbeitungssystem ist das. Das ist viel schöner, viel schöner mit Formeln und so. Und dann wollte ich das dort so schreiben. Und dann, als ich dort angekommen bin, hat mir ein Assistent in Stanford gesagt, ja, Herr Professor, wenn Sie ein Buch schreiben wollen, dann sollten Sie nicht Tech, sondern Sie LaTeX brauchen. LaTeX war eine Makrosammlung von Tech, die ein Assistent von Donald Knuth zusammengestellt hat, nämlich Leslie Lampert. Deswegen heißt es LaTeX. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ob ich Tech lerne oder LaTeX, das ist mir egal, habe ich LaTeX da benutzt und auch einige Male mit dem Leslie Lampert da E-Mails ausgetauscht. Das konnte man im 84. 84 lief die ganze Uni Stanford schon mit E-Mail. Die Sekretärin alle hatten E-Mail und die ganze Uni lief mit E-Mail. Und so habe ich dann das Buch geschrieben, Herbst war es fertig. Dann gab es eine Party und dann hat Knut, war auch eingeladen, wir haben bei Wiederholz eingeladen, eine Party, um das zu feiern. Dann hat Knut gesagt, now it's proved that LaTeX is useful. Weil er hat immer gedacht, wozu braucht man LaTeX, man kann doch Tech brauchen. Das ist genau dasselbe. Und das war dann das allererste Buch in LaTeX. Ich war der Erste, der ein Buch in LaTeX geschrieben hatte. Und dann erst noch auf Deutsch. Das war mein Buch Computermathematik. Und ich hatte dann das Gefühl, das könnte auch in den Gymnasien gebraucht werden. Habe das dann propagiert, soweit es ging da, oder? Aber dann später, im 92, hat mir dann ein Gymi-Lehrer gesagt, ja, das ist sehr anregend für die Lehrer, aber nicht gut, viel zu kompliziert für die Schüler und Schülerinnen. Oder? Ja. Genau, darauf kommen wir im zweiten Teil dann darauf zurück. Ja. Du wurdest dann Professor hier an der ETH und hast dein Institut gegründet, dein eigenes Institut gegründet. Ja, das gegründet. Kam nachher. Nein, das war 89. Am Anfang, 87 wurde ich Professor, war ich 2 Jahre einfach im Institut für Informatik und ich hatte eine Gruppe für Hochleistungsrechnen aufgebaut. Man hat mir das sofort dann angegeben. Es war dann so, die ETH war involviert im Kauf eines schweizerischen nationalen Hochleistungsrechners, den Professor Hochstrasser, der Leiter des Bundesamts für Bildung und Wissenschaft, der hat 40 Millionen Franken auf die Seite gestellt, hat eine Eingabe ans Parlament gemacht, eine Motion und hat gesagt, wir brauchen einen nationalen Supercomputer unbedingt. Und das Parlament hat dann die 40 Millionen da bewilligt. Und dann war die Frage, was kauft man? Dann war vor meiner Zeit, hat Professor Bauder von der Chemie, der hat eine Gruppe geleitet für die Evaluation eines solchen nationalen Hochleistungsrechners. Und sie haben dann vorgeschlagen, eine sogenannte ETA 10. Das war ein Computer, der war noch gar nicht fertig. Von dem hatte man zwar viele Pläne und schon einiges gebaut, aber war nicht fertig. Und dann hat Professor Ursprung, der damals eigentlich Minister für Forschung war in der schweizerischen Regierung, der hat dann gesagt, kommt nicht in Frage, wir kaufen diese ETA nicht. Die ist ja noch nicht einmal fertig. Und dann kam der Gander eben 87 und als erste Aufgabe hat man gesagt, ja, jetzt müssen Sie eine Gruppe leiten, die einen nationalen Hochleistungsrechner kauft. Und dann habe ich das gemacht. In 2 Jahren haben wir da viele Sitzungen gehabt, Protokolle geschrieben, ausgewertet, Firmen angeschrieben und so weiter. Und dann haben wir schließlich diese japanische NEC SX3 gekauft. Und dann kam der Bundesrat Gotti im Helikopter angeflogen da an die ETH.
und hat uns dann, und in der ETH-Maschinenkeller, der war bereit für diese neue Maschine aufzunehmen, war alles fertig, parat. Und dann kam der Gotti mit dem Helikopter angeflogen und hat gesagt, ja, ein Hochleistungsrechner für die Schweiz. Das ist doch egal, wo der steht. Der muss nicht an der ETH stehen. Der kann irgendwo sein, weil alle müssen ja via Telepack oder was immer das damals war, zugreifen. Und dann hat er die Idee gebracht, könnte er doch was ins Tessin legen. Und dann hat er gesagt, in Manno wäre ein Gebäude da schon, könnte man noch ein bisschen ausbauen. Ja, das bisschen Ausbauen hat dann auch 30 Millionen gekostet, oder? Aber man hat es dann gemacht, man hat dann den Rechner in Manno quasi in die Wüste geschickt. Und dann hat man damit, man hat dann auch gleichzeitig ein schweizerisches Netz aufgebaut, um ein Computernetz von ETH Zürich, ETH Lausanne, dann Lausanne Manno und ETH Manno. Also es war so ein Dreieck. Und man lacht heute, es war eine 2-Megabit-Leitung, unendlich schnell damals, oder, für diese Verhältnisse. Hat man das dann aufgebaut und gesagt, ja, man muss halt so zugreifen. Aber es ging dann doch nicht, ohne wirklich hinzureisen. Man musste zum Supercomputer hin, wenn man ernsthaft damit rechnen wollte. Also hast du auch noch Standortförderung fürs Tessin gemacht, so indirekt? Ja, indirekt. Ja, der Gotti hat das gemacht. Wie bewertest du das Projekt aus heutiger Sicht? Ist das ein Erfolg, dieser Supercomputer? Es war erstaunlich. Eine Zeit lang hat man gedacht, man muss das abstellen. Das hat keinen Sinn, so einen Hochleistungsrechner isoliert irgendwo in der Wüste zu haben. Aber es hat einen nachhaltigen Effekt gehabt. Wir haben jetzt eine Universität im Tessin, wir haben eine Fachhochschule im Tessin. Und das ohne diesen Standort Manno-Superrechner wäre das nie entstanden. Also das war eine gute Folge, die man im Voraus nicht gesehen hat. Ja. Gut, sehr schön. Du hast ja auch dein Institut für Scientific Computing gegründet. Ja. Ein Mann, Professor, ja. Institut. Warum hast du alleine ein Institut gegründet? Das war ja so, der Hayek war Unternehmensberater, bevor er Uhren gemacht hat. Und die ETH hat den Hayek gebeten, da eine Strukturanalyse zu machen. Und das hat er auch gemacht. Und dann hat er, einer seiner Befunde war einfach, es geht doch nicht an, dass jedes Institut und jeder einzelne Professor direkt mit dem Präsidenten der ETH spricht. Das müsste eine Schicht dazwischen haben, wo der Präsident mit weniger Leuten reden muss. Kann ja nicht mit allen, was waren damals, waren vielleicht 200. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie viele Professoren oder Institute damals waren. Heute sind es ja viel mehr. Ja, gut, und dann hat er gesagt, wir müssen die Professoren, die im gleichen Interessensgebiet arbeiten, müssen wir in ein Departement zusammenfassen. Und der Departementschef spricht dann mit dem Präsidenten. Und dann hat man, das Institut für Informatik hatte damals etwa 70 Leute, so ein relativ großes Institut. Und dann hat man gesagt, wir machen aus dem Institut einfach ein Departement. Das war dann 89. Und dann hat man gesagt, ja, aber da müssen wir ja noch ein paar Untergruppen haben, Institute. Ein Departement hat Institute. Und dann hat man 4 Institute gemacht. Aus den Leuten, den 70 Leuten der Informatik. Und dann, ja, es gab dann das Institut für Computersysteme mit Professor Zehnder und Gutknecht, dann gab es Datenbanken mit Zehnder und Scheck und dann gab es theoretische Informatik mit Niefergeld und Leuchli und dann gab es noch der Hochleistungsrechner-Typ da und das war der Gander allein mit 2 festen Mitarbeitern, Peter Arbenz und Hans Hinterberger. Und so haben wir angefangen als kleines Institut und bis zu meinem Rücktritt im 2009 war das dann das größte Institut der Informatik geworden.
Auf was führst du das zurück, dass das so gewachsen ist? Ja, ich weiß nicht. Wir hatten, man muss überall rechnen. man muss überall wissenschaftlich, wir haben es dann genannt, wissenschaftliches Rechnen, oder? Und das wissenschaftliche Rechnen ist einfach überall, oder? Das braucht man. Von Grafik, wo Markus Gross ist dann zu uns gestoßen, Computergrafik am Anfang und dann am Schluss ist Disney daraus geworden. Aus dem, also es war wirklich ein tolles Wachsen, das sinnvoll war, ja. 2009 wurde es ja dann geschlossen, dieses Institut, aber du scheinst nicht darüber traurig gewesen zu sein, oder? Es wurde nicht geschlossen, es wurde aufgeteilt und das war auch richtig. Also, wir waren ja so verschiedene Forschungsrichtungen 2009, dass wir konnten nicht zusammen irgendein Projekt machen, es war zu verschieden. Und da hat der Präsident, Eichler hat sicher die richtige Entscheidung gefunden und gesagt, ja, teilen wir das wieder auf in einzelne Institute, kleinere Interessensgruppen. Das war sicher sinnvoll. Also ich finde das richtig, ja. Gut, in deiner Zeit als ordentlicher Professor dann warst du auch zweimal, glaube ich, Vorsteher, Departementsvorsteher, Abteilungsleiter. Sie ist mir bekannt aus heutiger Zeit, die aktuellen Professoren, was das alles beinhaltet, was das einem abverlangt. Wie war das damals? Konntest du etwas bewirken? Also es war so, ich war das erste Mal 1992 war ich Abteilungsvorsteher. Oder? Das war noch getrennt, Abteilungsvorsteher. Und man hat dann auch einen Departementsvorsteher gehabt, neuen Departemente, die gegründet wurden, 1989, und der Departementsvorsteher war damals Hans-Peter Frey und ich war der Abteilungsvorsteher. Und jetzt in diesen zwei Jahren haben wir eben auch gefeiert, 10 Jahre Abteilung, oder? Von 1981 bis 1991. Und ich habe das Fest dann organisiert. Es war zweigeteilt. Zuerst einmal hat man gezeigt, was wir da im Departement Informatik wirklich machen. Und das Zweite war, wir haben zwei Ehrendoktoren einladen können für den ETH-Tag. Und das war eigentlich sehr ein würdiges Fest, oder? Wir haben damals eben den Herrn Zuse eingeladen als Ehrendoktor. Er hat das geschätzt. Er konnte dann noch 4 Jahre seinen Ehrendoktor genießen. Nachher ist er verstorben, oder? Und Brooks lebt noch, glaube ich. Der ist, von dem weiß ich nichts, dass er dahin gegangen. Das war das da. Und dann, ich habe als Abteilungsvorsteher dort, das sprechen wir vielleicht im zweiten Teil, habe ich mich sehr bemüht, auch die Informatik in den Schulen weiter zu verbreiten. Oder? Gleichzeitig habe ich natürlich auch an diesem Supercomputer-Projekt gearbeitet und ich musste dann diese Gruppe leiten, die Evaluation gemacht hat. Und ich war auch Präsident des Hochleistungsrechnerrats. Das war damals so, man hat diesen Computer in Mannow aufgestellt und dann wollten viele rechnen dort. Mehr Leute wollten rechnen, als es Rechenzeit gab. Dann musste man einen Hochleistungsrechnerrat bilden. Ich war dann der Präsident von den verschiedenen Universitäten und die haben dann beschlossen, dass die Leute mussten Projekte einreichen und da musste man sagen, ja, das ist ein gutes Projekt, das kann so viel Rechenzeit haben und das andere weniger und so weiter. Da haben wir die Rechenzeit da verteilt. Oder? Also es war ein intensives eine intensive Zeit als Abteilungsvorsteher, kann man sagen. Das zweite Mal bin ich dann 1997 wieder Abteilungsvorsteher geworden, aber wir haben dann in der Informatik gesagt, es ist doch unsinnig, dass wir diese Matrix-Doppelstruktur haben, Departement und Abteilung, wir sollten das zusammenlegen. Und dann haben wir den Versuch gewagt, als einziges Departement, Abteilung, haben wir das zusammengelegt. Ich wurde also 1997 Abteilungsvorsteher und Departementsvorsteher und habe das dann 4 Jahre gemacht. Zweimal 2 Jahre, es ist immer 2 Jahre. Im zweiten Teil
bin ich fast nicht wiedergewählt worden, weil ich habe darauf bestanden, dass ich im 2000 ein kurzes Sabbatical machen kann, weil ich wollte an einem Buch schreiben einfach. Und dann haben einige Professoren, Kollegen gesagt, ja, wenn du auf Sabbatical gehst als Vorsteher, das ist unmöglich, das kann man nicht haben, oder? Und dann habe ich gesagt, ich gehe aber nur nach England, ich gehe nicht nach Stanford und kann dann jederzeit mit einem Billigflieger zurückkommen und eine Sitzung leiten, wenn das sein muss, oder? Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann bin ich rausgegangen von der Abteilungskonferenz oder Departementskonferenz. Und dann haben die Studenten für mich gestimmt. Und die haben die Professorin überstimmt und ich war wieder Departements- und Abteilungsvorsteher für 2 weitere Jahre. Und jetzt muss ich noch etwas sagen dazu. Diese 2 Jahre, die sind recht kurz. Wenn jemand Vorsteher wird für 2 Jahre, bis er überhaupt bekannt wird in der Industrie zum Beispiel, dass er Vorsteher wird, muss er wieder abtreten, ist weg, oder? Ich hatte 4 Jahre und zum Beispiel konnte ich von Sun Microsystems, habe ich dann Suns geschenkt bekommen, weil sie kannten mich, ich habe sie eingeladen, wir haben da, wenn man längere Zeit Vorsteher ist, dann kann man etwas unternehmen. Die Leute kennen einen. Ein gutes Beispiel ist der Wilkes in Cambridge in England. Ja, um Cambridge herum, um die Uni herum, gibt es viele Research Labs. Und die sind nur möglich geworden, weil Wilkes eben so lange Vorsteher war dort. Der hat geweibelt, bis die Leute zu ihm gekommen sind. Also 4 Jahre ist nicht schlecht gewesen für das. In den 80er Jahren hast du auch für die Einführung von E-Mail hier gekämpft an der ETH. Ach, das ist diese schöne Anekdote. Ein Nebeneffekt. Ja. Stichwort E-Mail ist useless. Kannst du die Geschichte noch mal kurz erzählen? Ja, also ich, 84 bin ich ja zurückgekommen, damals noch an Technikum und habe erlebt, wie die ganze Uni in Stanford mit E-Mail funktioniert und habe natürlich auch E-Mail gehabt und da zurück ins Rheintal. Ja, ich habe dann einen Professor, der von Amerika angestellt wurde, hier, der Professor Morf, der hat dann eine Wex gekauft und die Wex war dann verbunden mit dem CERN in Genf und das CERN hat schon früh E-Mail gehabt und von dem konnte man dann weitergehen. Und dann hat er mir ein Konto gegeben auf seiner Wex, oder? Da an der ETH, ich war im Rheintal noch am Technikum. Und dann konnte ich mit Telefon mich einloggen auf das Konto und E-Mail bearbeiten. Jetzt muss man sich vorstellen, ich hatte ein Modem und ein Router, sagt man heute. Das war ziemlich langsam. Und wenn ich eine A4-Textseite, keine Bilder, gar nichts, nicht einmal Word, einfach nur ASCII-Text, eine A4-Seite vom Rheintal an die Maschine hier an die ETH und dann von da weiterleiten möchten, dann ging das 10 Minuten. 10 Minuten telefonieren war ziemlich teuer damals noch, oder? Also, das war sehr langsam. Aber ich hatte E-Mail, wir haben dann später auch E-Mail am Technikum eingeführt, aber das kam später dann, ja. Du hast ja auch für E-Mail für die Studierenden ja, sich dann eingesetzt. Ja, das war anders. Als ich dann da Professor war, dann habe ich gefunden, ja, wir sollten mit E-Mail den Studenten E-Mail erlauben. Weil andere Unis hatten das und wir hatten das einfach nicht an der ETH. Und dann habe ich einen kleinen Trick gemacht. Ich habe dann gesagt, im dritten Semester haben wir da wissenschaftliches Rechnen mit den Studenten und die müssen im Wesentlichen Übungen programmieren. Sie müssen Probleme lösen, indem sie programmieren. Und anstatt das auszudrucken und auf Papier den Assistenten zur Korrektur zu geben, habe ich gesagt, ja, die könnten mir doch das per E-Mail schicken, den Assistenten, dann könnten sie es auch gerade laufen lassen. Und dann habe ich das in der Professorenkonferenz gesagt, also wenigstens fürs dritte Semester könnte man doch E-Mail
konnten geben. Und dann haben sie gesagt, ja, das geht. Und dann hat man irgendwie eine Beschränkung gegeben, wie viel Speicherplatz man dann haben darf noch und so. Das wurde alles beschränkt. Aber es war geöffnet. Und dann war noch einer meiner Assistenten, der von Matt, der hat dann ein automatisches Korrektursystem gemacht. Also die Studenten haben dann die Programme abgegeben, es wurde korrigiert und geradezu zurückgesandt. Und dann, das war auch noch eine schöne Leistung dort. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und so, wo man da E-Mail den Studenten gegeben hat, dann wurde die Türe aufgemacht und die konnte nicht mehr geschlossen werden. Und die Gegner, was hatten die für Argumente? Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die haben sich dann daran gewöhnt, dass das auch praktisch sein kann, oder? Gut, vielleicht zum Schluss dieses ersten Teils. 2009 bist du emeritiert worden. Ja. Bei bester gesundheitlicher Fitness und geistiger Fitness. Ich kann mich noch erinnern an deine sehr unterhaltsame Abschiedsvorlesung. Ja. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Wie war das, plötzlich aufzuhören von einem Tag auf den anderen? Also es war nicht schlimm. Ich habe sofort ein Angebot bekommen von Hongkong. Wir haben natürlich Freunde überall in der Welt, wir Numeriker. Und der Frank Luke hat mir dann gesagt, du bist frei jetzt, komm doch zu uns. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme für ein Semester. Ich muss schauen, ob das interessant ist, ob ihr mich mögt und ob ich den Job dort möge. Dann bin ich gegangen im Januar und habe da gelesen und habe gefunden, doch, das sei wirklich sehr eine schöne Fortsetzung meines Hobbys. Wir Professoren haben ja das Privileg, dass wir unseren Beruf als Hobby haben. Und dann am Ende vom Semester haben sie gesagt, ja, willst du nächstes Jahr nicht wiederkommen? Ich habe gesagt, ja, komm nächstes Jahr wieder. Und so habe ich jedes Jahr immer ein Jahr verlängert, 11 Mal. Ja. Perfekter Abschluss für unseren ersten Teil. Herzlichen Dank. Wir werden im zweiten Teil noch auf deine jüngsten Aktivitäten in Hongkong zurückkommen. Okay, danke.